Hallo liebe Skyrim-Freunde, hier beim Mod Report Nummer 5. Wir hängen hier gerade in Riftdorn mit einem Pfeil im Knie und sind kurz davor, einen neuen Jeet auszuprobieren, mit dem es möglich ist, in einen Raum zu gelangen, in der vollkommen ist, voll von allen möglichen Gegenständen, die im Spiel vorhanden sind. Also lasst euch öffnet ihr die Konsole mit der Taste unter der Escape-Taste, dieses kleine Dach-Symbol, und gebt den Befehl an ein COC, QAS Moke. Wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr nun in den separaten Raum und habt hier ganz tolle Kisten, in denen alle möglichen Gegenstände drin sind. Wir öffnen mal die Kisten, um euch anzuzeigen, dass alles mögliche drin ist. Und wie wir sehen, sind die Kisten nach besonderen Arten geordnet. Jetzt könnt ihr euch alle Gegenstände, die ihr wollt, hier rausnehmen und mal anziehen, ausprobieren und ja, gucken, ob es euch gefällt oder nicht. So, da haben wir uns ein paar Sachen schon rausgenommen. Ich würde euch natürlich zeigen, dass die Sachen auch jetzt hier drin sind. Hier haben wir diese Maske, die wir gerade eben aus der Kiste geklaut haben. Diese Krone. Zackenkrone. Sieht natürlich sehr dufte aus. Kann man alles mögliche ausprobieren. Auch Rüstungen aus Mods müssten hier drin sein. Und natürlich gibt es das Ganze auch für Bücher, Seelensteine, Stäbe, alle verzauberten Waffen, alles perfekt sortiert. Ihr könnt also hier alles wirklich nachsehen, ausprobieren. Und hier hinten habt ihr auch eine kleine Schmiede und Alchemietisch und Zaubertisch, alles Mögliche, damit ihr alles Mögliche ausprobieren könnt und somit auch perfekte Zutaten mischen könnt. Ja, das war schon mit dem kleinen Jeet-Report eher. Wir haben immer noch unseren Pfeil im Knie und sind aktiv. Und ich denke mal, es wird Zeit, uns zu verabschieden. Bis bald und wir sehen uns im nächsten Mod-Report.